Depp, willkommen zur nächsten Folge. schiebt Base hier, ihr wisst. Alter, die Map ist ein Level. Ja. Wir kommen hier zu hier Just Shapes and Beats. Hey, ich muss jedes Mal einzeln drücken. Ja. Super. Such Tens aus. Das sind immer so kleine Abschnitte. Das willst du noch sehen. Kaskade. Das Einzige, wovor ich halt Angst habe, ist, kann ich das einfach so hochladen, die Musik? Keine Ahnung. Das ist einer meiner Lieblingslevels. Ah, okay. Nett. Oh, puf. Für ein Lieblingslevel bist du aber schon ganz schön scheiße da drin. Uff. Ey, seit wann kommt da noch so dieser Kleinscheiß mit raus? Ich ganz anders in Erinnerung. So, jetzt drop der Beat. Mann. Mann, ich krieg das nicht so feingefühlig hin. Was sagst du an Joystick? Ja, aber irgendwie sagt er entweder mach 200 km/h oder... Stimmsimulator. Pop. Lol. Uff. Ja, ich spiele das Spiel auch zum ersten Mal, ja. Woher weißt du schon, dass das hier dein Lieblingslevel ist? In dem du ultra gut bist. Pop. Vielleicht habe ich auch gelogen. Pop. Jetzt haben wir es aber. Pop. Hallo, wait. Termination Shock. Willst du hin? Achtung. Kannst auch theoretisch immer so reinsprinten. Uff, ja, so eigentlich nicht. Oh nee, das ist das, Alter. Oh nein. Das war auch so ein Level, wo ich am Anfang übelst verzweifelt habe dann. Also noch geht's. Ja, noch. Uff. Bist du? Danke. Okay. Wie ist das Prinzip, ne? Ja. Das ist wie immer eine Steigung.
bei ganz vielen Leveln so. Zuerst so, dass du ein bisschen üben kannst und dann kommt noch mehr dazu. Noch mehr, immer mehr, ja. Ja, moin, geht direkt rein. Uff. Ich will Checkpoint! Nice. Uff. Oh nee, das kann ich nicht. Weißt du, ich reiß das hier über zwei Checkpoints, du stirbst einfach direkt am Anfang. Ich hab gesagt, ich kann das Level nicht. Hä, hey, was ist daran schwer? Uff. Mit diesem Hoch und Runter kam ich am Anfang. Ja, ich komm halt nicht hoch, lol. Der muss immer so komisch abwechselnd, aber du musst natürlich noch auf diese Punkte achten, dass... Da habe ich immer Probleme mit gehabt, damit. Lol, ich wurde mega gebaitet. Das war halt immer so die Problemstelle, wo ich mehrmals hängen geblieben bin, immer mit dieses Abwechseln hoch und runter und dann auch auf diese Punkte achten, dass du die nicht triffst. Das war immer so die Schwierigkeit, die ich bei dem Level hatte. Oder hab. Nice. Nice. Bock. Hams. Eins. So langsam. You're too slow. Kennst du schon, was es werden soll? Ich dachte, so am Anfang typ. So... Das ist einer der Charaktere. Das war, glaube ich, auch relativ... Ja, glaube ich. Lol. Ja, ich habe auf die Audiospur geguckt. Yeah. Ich habe auf mein Handy geguckt. Echt gespannt, wenn der Level-Editor mal richtig rauskommt, Alter. So Custom-Levels. Dann wird's richtig BP-iger irgendwann. Weil der ist halt noch in so einer Mega-Alpha-Phase oder so, da musst du dich auch irgendwie anmelden als YouTuber oder sowas. Ah lol, das habe ich nicht gesehen, dass da was gebaut wird. Das, was so dunkel ist hier, das trifft dich halt nicht, ne? Yeah. Aber... Oh. Aber die, ne? Ja. Und die. Überlebe einfach. Oder so. Ja, moin. Was, wo bist du? Außerhalb des Bildschirms. Schaffst du. Go for B. Extra rein. So, das war's schon. Ja, ja, moin. Siehst du auch immer oben an der Leiste. Nein. Hä, hey, nee, Moment, das ist gar nicht der Typ. Das soll ein Schiff sein. Ja, ich dachte mir so am Anfang, hä, was soll das sein? Auf der Beat, Alter, krass. Kannst das jetzt bewegen? Schottenlied, Alter. Irgendwie noch nicht, ne? Ich? Noch nicht. Jetzt. Ja, das war ich. Hä, kannst du nicht bewegen? Nö, nur du. Und zeig mal, was du drauf hast. Ja. Achso, man kann einfach so durch, oder was? Nee, siehst du. Ja, ich meine, aber du verlierst kein Leben oder so. Nee.
Einfach durch, Wenn es gibt ein Achievement irgendwie, so nirgends Damage bekommen. Ja, das kann sein, es gibt versteckte Secrets. Die werden nicht angezeigt, dass die. Mit den Speedrun-Tricks. Ah, das ist das erste, wir brauchen drei, ne? Ja. Jetzt kannst du wieder bewegen, ne? Mhm. Bossfight. Jetzt schon das Ding, oder was? Oh nee. Achtung. Ja, das ist jetzt das Ding, oder was? Ich weiß auch nicht mal hundertprozentig, wie die Story ja, du? Wird angezeigt. Illuminati. Ja. Und gleich Switches. Oh, jetzt Switches. Wie böse er guckt, Alter. Wie dieses Mannequin. Ja, moin. Naja, du musst schon oben bleiben. Wer soll ich das wissen? Achtung, er switcht. Ja. Davon darfst du dich echt nicht treffen lassen, habe ich auch schon geschafft und hier auch nicht. Aber ich habe. Mindset! Ja! Easy. Also muss man die Teile finden und dann den Endboss. Also sind wir jetzt ein Viertel schon durch. Nee, noch nicht. Noch nicht ein Viertel? Nee, wir sind ja oben noch nicht angekommen. Wie oben. Ach so. Bist ja oben zu dem Boss hin. Was war das jetzt? Neben Boss, da ist Level. Ich hab das auch nicht studiert, ja? Du musst die Lore kennen. Da wufa substep. Guck mal, Wasser. Böses Wasser. Man kennt es, das böse Wasser. Wenn du es trinkst, bekommst du Durst. Ey, das gibt's bei Sekiro, das Dorf. Uff. Von diesen anderen Partikeln siehst du ja, wenn die nicht so. Ja, wenn die ein bisschen transparent sind. Ja, das wäre zu krass. Hardcore-Modus hat das. Weiß ich gar nicht. Ich meine, ich habe das schon in Hardcore gespielt. Aber ich glaube, da bei Hardcore ist meistens dann, es wird nicht vorher so krass angezeigt. Und es ist meistens noch viel mehr Client Choice dabei, ne? What the fuck? Nice. Einfach die Vorleserstimme von Reddit Pock. Standing Simulator wieder? Ja, klar.
Goodbye. Reißt es jetzt noch mehr hoch? Nee, nee. Hä? Achso, lol. Ja, da würde ich dir empfehlen, ganz oben in der Mitte gehen. Ja. Das ist auch ein bisschen weniger. Ja, ich wollte schon sagen, wenn die Partikel nicht das Problem sind oder wer, dann wird was anderes das Problem. Ah, die Band könnte ich halt treffen, ne? Uff, jetzt hab ich gepennt. Ich hab eigentlich gedrückt. Bluetooth, ey. Bluetooth-Controller-Verzögerung. Kabel anschließen. Ein Pilz. Oder ist ein Baum? Ich chill. Ah, so funktionieren Bäume, okay. Ja. Wir haben Lichtschalter. Hier kannst du jetzt durchjumpen. Nett. Das hat alles so ein bisschen so im Level zwischendurch. Nett. Oh, ich hab's verstanden. Schlauer Gast. Weißt du, die machen so richtig schwere Level, ne? Wo man sich so denkt, das schafft auch nur einer, der richtig krass am Gamen ist. Nein, ne? Das kann ich auch nicht. Ja, aber guck mal, ne? Das ist schon schwer. So, aber diese Rätsel, die jetzt auf der Map sind, die sind ja mal mega für Kinder. So, willst du immer zum Kind dann die Obermap spielen und dann der Erwachsene spielt immer die Map oder was? Ja. Das ist halt besser als nur komplett durchlaufen, sagen wir es mal so, ne? Warum dann überhaupt durchlaufen? Ja, weil das so zur Story so ein bisschen gehört. Ja, du kannst ja auch die Story so ablaufen lassen. Oh. Die ist ja immer unten, ne? Die Dinger. Aber da hab ich auch echt zu kämpfen gehabt mit dem Level. Hat man mehr Leben im Singleplayer? Nee. Ja, hier ist jetzt halt der Vorteil, dass du dabei bist. Weil wenn ich sterbe, dann wäre er schon zu Ende. Was denn, was das? Boah, das war jetzt krass zurückgesetzt. Immer bis zum Checkpoint. Die ist da oben. Wenn ich da oben gammeln. Halt immer so bei den. Ja, verstehe. Aber Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis dann. Ciao.